Ja, herzlich willkommen bei Floating Finish, Folge 1, Sascha, Janis. Unsere Schnapsidee von Florida zeigt Wirkung. Ja, wir sind auf Sendung. Wir sind auf Sendung, ja. Ja, Floating Finish, unsere Traktor-Pulling-Webshow. Was wollen wir denn überhaupt machen? Was wollen wir machen? Ja, was machen wir? Wir sind ja eigentlich mal irgendwann zusammengekommen aus einem komischen Meeting und wollten uns überlegen, was man machen kann, um Traktor-Pulling besser zu vermarkten. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir machen? Und unter anderem ist doch meine Livestream-Geschichte dabei rausgekommen. Und jetzt seit heute Floating Finish, eine Webshow, wo wir uns über Traktor-Pulling unterhalten, wo wir uns über Sachen unterhalten, die gelaufen sind, die kommen werden, wo wir ein bisschen in die Hintergründe gehen, mit der Zielsetzung, dass wir, ja, ich sag mal, unsere deutschen Fans über die Saison hin informiert halten. Rundumversorgung, die so interessant sind. Ja, ich sag mal, nicht nur in der Pulling-Welt in Deutschland, auch in den Niederlanden, europaweit. Je nachdem, wo was anliegt, vielleicht auch mal Abstecher in die USA, Brasilien. Kennen vielleicht auch nicht viele, dass in Brasilien Traktor-Pulling stattfindet, aber ja, wir wollen einen großen, groben Einblick, das heißt groben, auch einen feineren Einblick, je nachdem, wie wir gerade Zeit und Lust haben, in die Welt des Traktor-Pullings geben, für jeden, der Bock hat. Das genau. Ist so unser Ziel hiermit und ja, wir wollen das ganz gerne wöchentlich machen. Richtig, soweit wir das hinkriegen, machen wir das auch. Ja, Janis ist unser Gastgeber, ich mache eigentlich die Technik und wir haben ja noch ein paar mehr Leute da, die können sich jetzt vielleicht auch mal der Reihe nach vorstellen. Wir fangen mal mit den Kaisers an, weil die gerade sowieso im Bild sind. Begrüßt mal unsere Leute hier. Ja, Grüße aus dem Süden. Moin. Initiale Sendung, wir dürfen uns vorstellen. Ich sag mal, wir haben auch ein bisschen Hirnschmalz mit da reingesteckt, von dem her, wir freuen uns darauf, als Gast in der ersten Show dabei zu sein. Wir sind ja gerade im Aufbau. Ansonsten, wir sind gespannt, was der Abend so bringt, die nächsten Wochen. Wird sicherlich eine spannende Saison für uns sowieso, aber auch für alles, was in Europa so läuft. Alles auf einen Blick. Ich denke, das wird ein geiles Format, oder? Auf jeden Fall. Und ich hoffe, man sieht sich in einer der nächsten Folgen natürlich gerne wieder. Ja, das war das Team Kaiser. Die Jungs sind auch fleißig mit dabei bei uns, haben die Idee mit wirken lassen, mit auferstehen lassen, sagen wir es mal so. Und, ja, Kri hat unser schönes Logo gemacht. Genau, das Logo kommt von Kri, deswegen nochmal Credits in den Süden. Und ja, dann machen wir doch einfach mal weiter mit dem guten Stefan, den wahrscheinlich von euch auch bestimmt der ein oder andere schon mal gesehen hat. Stefan. Ja, moin, Freunde des Pulling-Sports. Ich melde mich mal hier aus dem Wildern des Sauerlands. Ja, mein Name ist Stefan, ich komme vom Schluckspecht-Pulling-Team. Und wo ich mitgekriegt habe, dass dieses Format steigen soll, da war ich sofort davon begeistert. Ich denke, das wird eine coole Nummer. Fachwissen, Veranstaltungen, alles gebündelt an einer Stelle. Ja, was will man mehr? Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Man sieht sich öfter mal hier. Das wollen wir doch hoffen. Also, ne? Ja, und last but not least heute dabei Annemarie Kettenburg. Kennen wahrscheinlich auch einige. Und ansonsten stell dich mal vor, Annemarie. Ja, also die meisten sollten mich, oder naja, viele sollten mich ja auch kennen. Ich bin noch nicht so lange dabei und bin hauptsächlich für Interviews im Fahrerlager zuständig während des Livestreams. Und ja, ich glaube, so viel muss ich nicht zu mir sagen. Die meisten kennen mich, glaube ich, mittlerweile. Ja, Annemarie hat einfach gesagt, ich habe Lust, was zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben Arbeit, keine Sorge. Arbeit haben wir genug. Ja, wir haben noch ein paar mehr Leute dabei, die haben aber heute keine Zeit. Genau, unter anderem ist da der Jan Lohse von Janlo Traktor Pulling Pictures mit dabei. Die kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Ja, Johannes Meulners, alias Mr. Jo, der immer diese hochqualitativ guten Videos auf YouTube hochlädt. Genau. Ja. Ja, Shizu hat sich auch mal irgendwo mal mit eingeklinkt. Shizu ist da auch mit involviert. Nicht vergessen dürfen wir Berti, genau. Berti macht oder wird bei einigen Streams dieses Jahr moderieren, damit wir das ein bisschen spannender kriegen, was da so über den Äther geht, auch wir die Pausen ein bisschen überbrückt kriegen. Ja, und das ist, glaube ich, so im Groben und Ganzen. Haben wir jetzt noch einen vergessen?
Ja, bestimmt. Aber da, die Leute können sich einklicken. Wer noch mitmachen will, kann das auch gerne tun. Wir sind da völlig offen. Wir machen das, wie gesagt, alle komplett freiwillig und haben gesagt, wir machen das, um den Sport weiterzubringen. Und ja, schauen wir mal. Ne? Im Rahmen unserer Möglichkeiten tun wir das, was wir können. Wenn man noch einer sponsoren möchte, nehmen wir auch gerne. Ja, also das, die Nummer hier war nicht ganz billig, aber das kriegen wir auch hin. Ja, gut, da hast du hier eine Liste gemacht, was genau. Wir heute alles bereden sollen. Wir können schon ein paar Haken machen. Ein paar Haken können wir schon machen. Es sei denn, irgendjemand ist noch scharf drauf, sich unbedingt selber in seinem Lebenslauf vorzustellen, aber ich glaube, das können wir uns schenken. Wir können mal zusammenfassen, das, was hier sitzt, hat schon ziemlich Ahnung von diesem Sport. Also da sind einige Aktive und auch Leute, die viele Veranstaltungen besuchen. Wir haben also Fans wie auch Aktive hier. Heißt, wir kriegen sämtliche Blickwinkel ganz gut vertreten. Und wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Wir kümmern uns drum und versuchen alles zu beantworten, was geht. Entweder bei Facebook, Instagram gerne noch Nachrichten schicken oder in die Kommentare hauen. Wir versuchen alles zu beantworten, was wir irgendwie können. Genau. Und Janis muss sich 2 Zentimeter tiefer setzen, weil das hat er immer den Kopf geschnitten. Der hat in der Probeaufnahme anders gesessen. So, geht besser. Ja, lehn dich auf und passt alles. Genau, so. Du wolltest was machen zu... Ja, nächste Veranstaltung, die kommt, ne? Ja, die nächste Veranstaltung, die kommt. Da kannst du vielleicht einmal kurz das... Oh ja, unsere Technik anwenden. Das genau. Geht gut. Super, da muss ich hier einmal so machen. Zack. Guck mal. Ha. Indoor Traktor Pulling in Putten. Tatsächlich die erste, in Anführungszeichen, offizielle Veranstaltung im Jahr. So wie ich das mitbekommen habe, relativ kurzfristig auch geplant worden. Also ja, ich glaube, also, die haben irgendwie festgestellt, wir haben dann noch eine Halle, oder irgendein Sponsor hatte sich eine Halle gekauft, die da irgendwie vorher in irgendeinem Nerzfarm war oder was, die dann Corona über Kopf gegangen ist. Und nachdem Assen dann ja nur die Halle nicht mehr im gleichen Besitzer war und der Neue da irgendwie eine Kartbahn reinbauen wollte, ja, da haben sich die Jungs aus der Veluwe gedacht, jetzt machen wir mal Traktorpulling bei uns hier und dann kann uns auch keiner mehr reinfuschen, wenn das unsere Halle ist. Und ja. Die sind ja schon verkauft, ne? Das ist es, genau. Die Veranstaltung ist Freitag und Samstag komplett ausverkauft. Also muss ich sagen, habe ich es tatsächlich so auch noch nicht erlebt. Ich habe es mal gehört, Zwolle, die Abendsession, dass die ausverkauft war. Oder auch zwischendurch immer mal wieder ist. Auch Rotterdam, meine ich, war schon mal ausverkauft. Die Abendsession zumindest. Ja, an den 80er, 90er auf jeden Fall. Da musstest du Karten früher. Aber ja. Das wirklich eine Veranstaltung, das war ja bestimmt schon vor zwei Wochen, also wirklich 2, 2,5 Wochen vorher ausverkauft ist, an beiden Tagen, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja gut, Riesa ist auch ausverkauft. Die haben ungefähr 3000 Leute packen die da rein. Okay, das ist ja aber noch relativ übersichtlich. Also ja gut, aber Zwolle waren auch nur 3,5. Mehr ging ab, das war ja auch nur die eine Seite. Stimmt. Insofern. Ja, okay, dann ist das ja doch schon ganz ordentlich. Du kannst besser eine kleine Halle ausverkaufen, als eine zu große halb leer machen. Wenn das ich dann noch immer an den Gelredom denke, da saßen dann irgendwie 12.000 Leute drin und das sah aus wie gar nichts. Aber naja, gut. Die Veranstalter von Indoor Assen und die Veranstalter von Beachpool und Pütten haben sich quasi zusammengetan, um diese Veranstaltung zu, organisieren, ins Leben zu rufen, damit in den Niederlanden tatsächlich überhaupt wieder eine Hallenveranstaltung stattfindet, weil Zwolle gibt es da nicht mehr, weil die Einzelhallen, die auch den Besitzer gewechselt haben und meines Wissens mittlerweile, glaube ich, auch schon abgerissen. Ja, sollen Wohnungen hin, ja. Wohnungen hin. Ob es da eine Ersatzhalle gibt dann in Zwolle, keine Ahnung. Vielleicht weiß es einer, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Wären wir auch schlauer. Und den European Super Bowl in Ahoy in Rotterdam, den gibt es ja leider auch nicht mehr. Nee. Das ist aber, glaube ich, zum Schluss auch eine Kostenfrage gewesen. Wobei, ich habe heute gelesen, Konzertveranstalter haben Riesenprobleme, Leute zu kriegen. Es geht nur noch in die ganz großen Dinger. Alles, was so mittelprächtig ist, kriegt keine Zuschauer mehr. Also es ist wieder überall das Gleiche. Die tollen Großen setzen sich durch und die Kleinen und gehen kaputt, beziehungsweise die können sowieso überleben, aber das mittlere Segment fällt völlig weg. Vielleicht ist da doch wieder eine Chance, wieder an so mittelgroße Hallen zu kommen. Ja. War das in Ahoy nicht auch so, dass der ganze Veranstalter irgendwie gesagt hat, okay, ich will mein ganzes Konzept überdenken und ob Traktorpulling dann noch der richtige Weg für mein Konzept ist und so, war da nicht auch irgendwas mit? Ja, es ist eine Frage, wer das veranstaltet. Am Anfang war es halt der Gerrit Alting, der war Traktorpuller oder einer von den Leuten aus der allerersten Stunde. Und das ist ja immer so, wenn das dann super läuft, dann übernehmen die Veranstaltungsorte das irgendwie, sei es mal Nürburgring gewesen, sei es die Ahoyhalle gewesen. Ja, und die haben da halt nicht den Kontakt zur Szene und auch nicht den Drive drin und die machen dann nach Schema F und wundern sich dann, dass das irgendwann nicht mehr das ist, was das mal war. Also ich kann mich gut entsinnen, wie Ahoy angefangen hat, sich kaputt zu sparen. Das war
als ich jung war, war das die Veranstaltung, die war heftiger als Europameisterschaft, also auch Heu gewinnen war wie EM Europameister werden. Ja, und dann haben die das verbessert, weil sie Geld sparen wollten und auf Profit geguckt haben ohne Ende und dann haben sie irgendwann gar nichts mehr. Ne? Das ist, also ich war jetzt, glaube ich, wie oft war ich in Ahoy? Ich glaube 2013 das erste Mal und dann meine ich so 5, 6 oder 7 Male war ich da. Fand die Veranstaltung eigentlich immer gar nicht schlecht. Also ich mochte da auch so gerne sein, weil die Show einfach so ein bisschen gepasst hat. Ja, man hatte nur eine 60 oder 65 Meter Bahn, aber an sich war das gut aufgemacht, ne? Aber ja, klar, ich meine, wenn du dann so eine professionelle Halle kommst und bist normalerweise, ich sag mal, so ein Ackerstadion gebaut, ist das ganze Ambiente natürlich ganz anders und dann gibst du auch mal VIP-Logen und ach ja, Sitzplätze und so. War schon cool. Das war auch so eine Veranstaltung, wo man mal, also ich weiß zum Beispiel, mein Onkel oder was, der sich eigentlich mit Traktorpulling überhaupt nicht mehr beschäftigt hat, der ist aber immer noch nach Ahoy gefahren und da sind die Leute teilweise mit Bussen dahin gekarrt, ne? Weil es halt so speziell war. Ja, aber dann war der amerikanische Gast immer da oder zwei, das war auch so eine super Nummer. Ja, als das dann anfing, dass die Europäer dann eigentlich vorbeigefahren sind, war dann auch das Interesse irgendwie nicht mehr so dafür da, weil ja, war klar, die Amerikaner fahren etwas andere Regeln und sind leichter und die, wenn die dann schon aufpacken sollen, dann fahren sich die Achsen kaputt und ja. Ist halt aus Teamsicht immer eine Materialschlacht, ne? Also verdammt ist ja kurze Bahn, wenig Schwung, ja. Schneller Pushdown. Ihr seid früher auch in Rotterdam gefahren? Rotterdam waren wir nie. Ahoy waren wir nie. 2005 oder 2006 meine ich waren wir da. Ja. Weiß ich nicht. Ein paar Mal eingeladen, haben es aber wenn dann nur einmal geschafft. Ich wüsste aber nicht wann. Oder war das Arnhem? Arnhem gab es ja auch. An Arnhem wart ihr, das weiß ich noch, ja. Oder Zwolle. Oder Zwolle wart ihr, das weiß ich auch. Ja, klar. Ja. Die hat ja, glaube ich, 80 Meter, oder? Die Bahn in Zwolle. Zwolle war 80 oder 85, ja. Je nachdem, genau. Wie viel Sicherheitsauslauf sie gerade wieder haben muss, je nach Versicherung und Regeln und Auslegung. Ja. Mein Zwolle war ja Hardcore, das war ja... Ja, das war auch für jeden Fan irgendwie mal so eine Pflichtveranstaltung, wo da muss man mal gewesen sein. Ja, die Kopfschmerzen musste man einmal im Leben haben, aber ich weiß nicht, ob das so clever war, da mit den ganzen Abgasen und nachzusitzen, du. Ja, und das kann ich wohl bestätigen. Das erste Mal, wo ich in Zwolle war, da hatte ich da noch keine Ahnung von. Da bin ich mit Kapselgehörschutz dahin und haben die mich alle ausgelacht. Ich wusste gar nicht, warum. Das war so laut. Der Kapselgehörschutz hat das alles immer noch viel schlimmer gemacht. Also das war schon eine Erfahrung. Ich habe es leider nur zweimal mitgemacht, aber das war schon sehr geil. Ja, ja, das hat, die kannst du später deinen Enkeln erzählen. Sowas werden die nie wieder erleben. Oh, sag niemals nie. Wenn sich da Leute finden, die da irgendwas auf die Bahn stellen wollen, dann geht auch das noch. Vielleicht nicht unbedingt den Deutschen, aber die Holländer würden das sicherlich hinkriegen. Gut möglich, ja. Ja, ich würde mich freuen. Ich meine, wir haben jetzt Riesa noch, das kommt auch noch. Riesa kommt noch. Wir haben auch so eine super kurze Bahn. Ja, aber da reden wir nächste Woche drüber. Riesa ist nächste Woche noch ein Thema. Für alle die schon mal wissen, was nächste Woche passiert. Ansonsten, ja, Halle in Pütten ist tatsächlich extra verlängert worden. Ja, haben extra hinten angebaut, weil die 10 oder 15 Meter. Ja, ich habe auch gestaunt. Auf einmal waren Bilder da, wie sie einfach mal die Halle verlängert haben. Ich habe nur gedacht, wenn das jetzt Deutschland wäre, hätten sie jetzt wieder Nutzungsänderungsplan machen müssen und einen Bauantrag. Das hätte wieder 3 Jahre gedauert. Also insofern war das schon wieder mal beeindruckend, was in Holland geht und was in Deutschland alles nicht geht. Das ist schon witzig. Ja. Wie gesagt, dafür, dass die Veranstaltung auch so kurzfristig einfach aus dem Leben gestampft wurde, das ist also... Ja, es wäre in Deutschland undenkbar, so eine Halle für eine Zuschauerveranstaltung zu nutzen. Du musst alle 30 Meter Notausgang von 7 Metern haben und sonst, die hätten ja alle einreißen müssen für Deutschland. Das geht überhaupt nicht. Ja. Anderes Thema. Genau. Start soll sein, ist Freitag, also Veranstaltung findet Freitag und Samstag statt. Freitag ab 17 Uhr werden auf 2 Bahnen Bauernklassen und Farmstocks gefahren. Und die Mini Unlimiteds werden wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Und am Samstag ab 15 Uhr wird dann nur noch auf einer Bahn gefahren und dann werden Trucks losgelassen, denn die 4,5 Tonnen Supersportklasse und dann noch Grand National Pulling mit den Tool Drive, den Light Modifieds und mit den Limited Superstocks. Ja. Also, Programm für Freitag ist, wie gesagt, bei einer Bahn Bauernklassen, ich glaube von 2,5 Tonnen bis 10 Tonnen ist irgendwie alles dabei. Mit lokalen Startern kenne ich jetzt nicht weiter, befassen wir uns noch weiter. Ansonsten, Bahn 2 wird ganz interessant, weil das Programm beginnt mit 2,5 Tonnen Sportklasse. Eine Klasse, die in Deutschland nicht gefahren wird. 2,5 Tonnen Sport wird in Deutschland so nicht gefahren.
ist eigentlich ganz interessant, sind, glaube ich, 3-Zylinder- und 4-Zylinder-Traktoren. Ja. Wiegen 2,5 Tonnen. Also es sieht so ein bisschen aus wie Kompaktdiesel in so um 1,5-fach vergrößert. Genau. mit Laststein. Aber mit der Hälfte Leistung. Mit der Hälfte der Leistung. Und fahren mit Laststeingetriebe vom großen Bremswagen. Also ist es eine Klasse, die kann, also ich finde persönlich, teilweise kann man sie sich gut angucken. Ist aber in Holland häufig eher so das Beiprogramm auf Bahn 2. Ja, wobei Schweiz fahren die auch ganz gewaltig. Schweiz fahren die auch, okay. Ja, das aber das hat natürlich was damit zu tun, was für Traktoren du in deiner Landwirtschaft hast. Ne? Wenn die in Holland hatten ja früher relativ kleine, ich sag mal, Milchfarmen und ein Milchbauer braucht keinen großen Trecker. Und wenn du dann nur ein bisschen Heu machst oder so, dann hast du irgendwie 30 Kühe oder was. Ja. Aber das war in den 60er, 70er Jahren so der Traktor, den man hatte, 4000er Ford und weiß der Geier was, ne? 40, 50 PS. Ja. Ich meine, ist natürlich eine tolle Klasse für Einsteiger, also für Leute, die auch ein kleines Budget haben, für einen Autotrailer oder zum Beispiel, die das dann im kleinen Stile machen wollen, die können in dieser Klasse super Fuß fassen, weil ja, du brauchst nicht den großen finanziellen Aufwand, um da gut mitfahren zu können. Das ist richtig. Das ist halt eine schöne Klasse. Gar nichts in der Schweiz. Die fahren die auch. Ja, haben wir schon gesagt, genau. Ja. Genau, Schweizer fahren die auch. Haben sie gesagt? Es dauert mit dem Ton bis zur Alp immer etwas länger auf die Schwäbische. Ja, ansonsten geht es dann weiter 4,5 Tonnen Sport. Klar, kennen eigentlich die meisten. In Holland auch leicht andere Regeln. Zum Beispiel Laststeckgetriebe ist dort erlaubt. Das brauchst du, glaube ich, auch, ne? Ja, Laststeckgetriebe kannst du mal so auffahren. Dass die 4,5 Sport in Holland ist halt ohne Intercooler und das sollte eigentlich mal günstig sein, hat sich aber dann ganz schnell herausgestellt, dass es eigentlich viel teurer ist, weil die fahren Abgastemperaturen jenseits von Gut und Böse und dann haben wir damals schon gesagt, als wir angefangen haben, das ist nicht so sinnig, weil lass uns lieber günstig und sicher Leistung machen, als kompliziert und mit viel Geld und so um irgendwelche Reglements herum oder irgendwelche Limits herumzuarbeiten. Das haben wir versucht zu vermeiden. War auch, glaube ich, nicht die dümmste Idee. Dann genug Klassen haben wir so, da braucht man nicht noch mehr. Das stimmt, genau. Klassen gibt es sowieso. Ja, dann die 3,4 Tonnen Supersport. Auch eine Klasse, die es in Deutschland so nicht gibt, aber eine sehr schön anzuguckende Klasse, weil Supersport 3,6 Tonnen kennt jeder. 3,4 Tonnen, Unterschied wiegt 200 Kilo weniger und es wird mit 4-Zylinder-Motoren gefahren. Das ist ein Limit von 4-Zylinder-Motoren. Also wer die Klasse da noch nicht gesehen hat, gerne mal irgendwie ein, zwei Videos auf YouTube mal anschauen oder so. Super tolle Klasse, auch schöne Traktoren dabei. Starterfeld von der Klasse sah auch sehr gut aus. Dann kommt so das erste Highlight, so das erste richtige Highlight, sag ich mal, für den Hardcore-Traktor-Pulling-Fan, die Mini Unlimited-Klasse. Und 6 Starter sind gemeldet. Okay. 6 Starter sind gemeldet. Starterliste haben wir auch da. Unter anderem das Team Screaming Bobcat mit dem Bobcat Junior und den Screaming Bobcat. Dann das Lambada-Team. Das Lambada-Team wird den Top-Lenzen Lambada 10 mit einem neuen Chassis quasi Premiere haben auf der Veranstaltung. Mhm. Das erste Mal mit einem neuen Chassis am Start sein. Mal abwarten, was das ist. Es ist auch ein Burr-Chassis. Aber einmal neu gebaut. Wird vielleicht ganz interessant. Gleicher Baukasten, neue Farbe. Sozusagen. Sehen die nicht alle gleich aus, die Chassis? Ja, seitdem Burr herausgefunden hat, wie das funktioniert, dass man einen vernünftigen Mini-Puller baut, sehen die Top 20 in der Welt irgendwie alle gleich aus, ja. Also, ich finde halt diese Mini-Chassis für mich jetzt, ich bin da jetzt nicht so drin, aber ich sehe da, wenn es immer heißt, neues Chassis, ich sehe da jetzt keinen großen Kraftwerk. Also, es gibt wohl, Barry baut da wohl Updates rein. Ja, also, es gibt immer, soweit ich weiß, pro Saison irgendwie eine neue Version oder so. Das sind aber mittlerweile minimale Veränderungen. Also das erste Chassis, was sie gebaut haben, das ist auch schon 10 Jahre her. Kann sein. Doch, also es ist wahrscheinlich so langsam wie eine Formel 1. Für mich sehen die auch seit 20 Jahren gleich aus und die Fans erkennen auch sofort, dass das alles wieder neu ist. Und ja, da gibt es definitiv Unterschiede. Und trotzdem fährt das Neue dann doch wieder schneller als das Alte. Ne? Also, die Super sind in unserem Fall weiter. Die werden sich Gedanken machen, das ist, glaube ich, habe ich keinen Zweifel. Ich auch nicht. noch dabei ist der Pokerface. Letztes Jahr auch sehr überzeugend gefahren, überzeugende Saison gefahren. Dafür, dass sie relativ mit schmalem Budget mal gestartet sind, sind sie jetzt eigentlich auch in den Top 5 Europa angekommen. Ja. Fahren auch mittlerweile im Burr-Chassis, haben auf dem Brad Anderson Hemi umgestellt. Ja. Da haben wir mal sieht, wo die vor ein paar Jahren mal in der Miniklasse angefangen haben. Ja, die Jungs, die sind ja schon Jahrhunderte dabei. Das ist ja noch alles hier, Heartbreaker, Cloud9, die Van Strien Gang da, die machen das ja schon so lange.
die alten, ja, der eine sitzt in Kanada, der Plöin, aber der Bruder von oder der Cousin, was auch immer das ist, der ist ja immer noch dahinter im Hintergrund. Hm. Da sitzt schon richtig was hinter. Die machen das schon sehr, 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 sehr lange. Aber haben sich mit dem Mini Zeit gelassen? Also, sie haben angefangen, glaube ich, mit dem Rodec, jetzt neu in der Mini-Klasse wieder mit dem Rodec und einem selbstgebauten Chassis. Und das geht, ja, das haben sie immer so Stück für Stück, dann Motor wieder vergrößert, dann den anderen Motor aufgebaut, ja, neues Chassis. Ja, klar. So, dass sie jetzt auch wirklich letztes Jahr, ich weiß gar nicht, zweiter oder dritter in der Meisterschaft geworden. Ja, man ist auch, wie gesagt, ein altes Team, das sich dann halt, gut, die hat den Tool Drive eine ganze Zeit. Mhm. Und dann musst du natürlich, wenn du dann wieder in die Mini-Klasse gehst, gucken, wie kriegst du dein Budget zusammen. Das sind ja nicht Leute, die jetzt sagen, wir machen jetzt Traktor-Pulling und können uns das leisten, oder die machen es halt. Und dann musst du gucken, dass du halt mit der Zeit mitgehst. Und das ist nicht immer einfach, ne? Aber haben sie super gemacht. Also dann hast du halt den Vorteil, wenn du dann irgendwann auch die guten Klamotten hast und kannst damit umgehen und weißt, was du machen musst auf der Bahn, dann hast du natürlich einen Vorteil gegenüber denen, die da einfach mal so reinsteigen, ne? Das ist es. Ja. Also ich finde es toll, dass sie machen. Arbeiten müssen, ne? Ja, es ist immer arbeiten. Die Konkurrenz schläft nie und da sind bei den anderen auch keine dummen Leute unterwegs. Das Problem hast du überall. Aber die Top 10, da ist das Level mittlerweile so dicht beieinander und so hoch, da sind es dann tatsächlich Nuancen. Oder halt, wie viel Risiko kann ich gehen? Ja, und fahrertechnisch vor allem. Ja, fahrertechnisch und auch die Leute, die da die Bahn lesen vorher und den Trecker einstellen. Das ist natürlich auch ein gewaltiger Unterschied. Wer kann da sagen, wie viel Luftdruck brauche ich auf der Bahn und wo müssen die 20 Kilo hin, nach vorne, Mitte oder hinten? Ne? Das macht dann sehr, sehr viel aus. Reifen und so weiter. Ja, ja. Das wird nicht einfacher. Nee. Das wird nicht einfacher. Das wird nicht einfach. Es ist viel, viel, viel Erfahrung. ja, auf der Startliste noch finden wir auch den Rennie Mission Impossible. Das Einzige, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt da bei den Startern, weil... Deswegen ist er wahrscheinlich auch eingeladen. Das könnte sein. Die haben ja letztes Jahr auch komplett neu gebaut, also einen neuen Track. Ich weiß gar nicht, ob das Chassis neu ist, aber den Motor umgebaut. Der fährt jetzt mit zwei Procharger, mit Doppel-Procharger-Antrieb. Macht Sinn. Ja, letztes Jahr ein paar Testpuls gefahren, aber ich glaube, der Durchbruch so richtig war noch nicht da. Aber mal gucken, was diese Saison passiert. Oder auch jetzt vielleicht jetzt schon in der Halle, man weiß es ja nicht. Ja, Procharger ist ein Thema. Da muss man einiges umdenken. Fährt er die pro Bank oder registermäßig? Ja, der wird die pro Bank fahren. Registermäßig macht keinen Sinn. Das Problem bei den Prochargern ist, um einen zu haben, der beim Allison überhaupt genug Luft macht. Ja, da reden wir noch nicht mal über viel Ladedruck. Wir reden einfach mal darum, erstmal die Luftmenge für so einen Allison bereitzustellen. Und ich sag mal, diese normalen Procharger, wie sie jetzt auf dem Monster gesessen haben oder wie sie bei Diekmann auf dem Chassis sitzen jetzt, die haben genug Luft für, ich sag mal, 2700 PS. Und wenn du dann mehr haben willst, dann kannst du entweder die richtig teuren Procharger nehmen oder musst es halt so machen, René, dass du dann halt zwei nimmst. Und wahrscheinlich hat er auch das Problem, dass er so einen riesen Bollermann da gar nicht unterbringen kann auf dem Trecker und deswegen lieber zwei kleine nimmt. Also ich glaube nicht, dass er das Stufen auflädt, das macht keinen Sinn. Nee, das macht der Probank. Ja, ja, wenn du so im Allison da einigermaßen kalte Luft mit 2,5 Bar reinbläst, dann passiert richtig was. Also da wird ja nichts. Die Frage ist ja auch, was die gewichtstechnisch runterkriegen. Ja. Also ich sag mal, ein Allison ist ja schon relativ leicht gebaut, aber zwei Procharger mit Antrieb und, das ist auch alles Gewicht. Ja, klar. Ja, also ich sag mal, für die Leute, die es nicht wissen jetzt, Mini Unlimited ist Fahrer, also ist Trecker, Fahrer, Ausgleichsgewicht, also allen drum und dran, Gewichtslimit 950 Kilo. Genau. Und das ist schon schwer, überhaupt so einen Motor da in die Klasse reinzukriegen und dann noch mit allen drum und dran. Das ist schon, also da kann nicht mehr viel Gewicht zum Umhängen da sein. Nein, da musst du alles, was du an den Trecker baust, weil auch der Motor so lang ist in diesem Fall, alles nach vorne. Tanks nach vorne, Lader nach vorne. Ja, und letzter Trecker auf der Startliste ist Hometown Hero, The Riddle. Auch wieder dann V8, Bur-Chassis. Jo, ich denke mal. Gib wieder auf die Ohren. Also, ich denke mal, die fünf Trecker außer der Rainy Mission Impossible, die werden den Sieg da unter sich ausmachen. Rainy Mission Impossible wahrscheinlich eher so zum Testen. Mal gucken, was da passiert. Man muss ja auch die Bahngegebenheiten da erstmal abwarten, wobei ich mir da bei den Pöttenern eigentlich keine Sorgen mache. Die haben das eigentlich immer gut im Griff gehabt. Ja. Ist auch die Bahn aus Assen, meine ich, ne? Ich meine, ja, die haben sie aus Assen abtransportiert. Genau. Die war ja auch alles andere als schlecht. Die hat ordentlich Dampf gehabt. Ja, ja, das haben die über 40 Jahre perfektioniert, wie man in den Niederlanden Bahnen baut und wo man das Zeug herholt und wie man es mischt. Gut. Bleibt vielleicht noch zu sagen, der Bobcat Junior wird am Samstag pilotiert von Jantine van Dassela. Ah, okay. Das ist die Frau von Wim Dingering, dem Fahrer des Lambadas. Ja. Und
Mal gucken. Sie hat das in Assen ja auch schon mal gemacht. Auch ja, sehr die gut. Kann das. Die kann das, von daher. Wir sind gespannt, was passiert. Ich frage mich die ganze Zeit, was passiert eigentlich, wenn die mal die Kinder von denen, die müssen ja auch alle Superfahrer werden, oder? Ja, ich sag mal so, der Nachwuchs. Also an der Gene kannst du da nicht gelegen haben. der Nachwuchs für den Nachwuchs bei der Miniklasse ist gesorgt, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Können Sie noch mal zwei Trecker mehr bauen? Oh Gott. Ja, wenn sie mich hier lassen wir das. Ja, und Samstag, ach, Freitagabend, Abschluss 3,6 von Supersport. Und da wird es auch für uns deutsche Fans interessant, weil wir haben zwei deutsche Starter dabei. Ah, cool. Zwei deutsche Starter, insgesamt 16 Trecker in der 3,6 am Start. Die Top-Trecker aus den Niederlanden sind dabei. Und wer denn dann unterstützt von Red Devil, von Mirko Pöhmann? Ja, das habe ich gesehen. Will fahren, ja. Genau, und Lady in Red. Ja. Von Sarah und Christian. Ja, ja, ja. Christian Jäger aus Selm, die beiden haben den alten Cobra XL gekauft. Richtig. Aus den Niederlanden. Wollen damit dieses Jahr gleich mal richtig angreifen. Starten also Premiere von diesem Team in Pütten jetzt. Sind dann auch für den Eurocup gemeldet. Da werden wir aber nochmal gesondert drüber sprechen. Ja, und ansonsten, viele Namen sagen wahrscheinlich was: Six Fighter, der Freak ist dabei, Proud Eagle ist dabei. Freak auch. Der Freak ist dabei, genau. Der hat ja normalerweise keine Meisterschaft da drüben. Der ist ja immer nur so ein bisschen ja, aber der ist einladungstechnisch. Ich muss sagen, er ist in der NTTO, aber als Gaststarter immer wieder gemeldet und zeigt auch immer wieder, dass er es drauf hat. Ja, ich habe da mal so Gerüchte gehört, warum das so ist, aber die werde ich hier nicht öffentlich verteilen. Genau, das war der Freitag. Samstag wird es in Pütten dann etwas lauter. Also beginnen tun sie auch mit 11 Tonnen Bauernklasse, danach Sporttrucks und danach wieder eine für mich mittlerweile sehr, sehr schöne Klasse, die 4,5 Tonnen Supersport. Und da ist wirklich alles dabei aus den Niederlanden, was irgendwie Rang und Namen hat. Also die soweit ich das gelesen habe, die 12 Trecker aus der Top-Klasse sind alle mit am Start. Und dazu kommen. Ein paar Dänen, schön. Und dann dazu kommen noch zwei aus Dänemark, der Krone Hulk und der Blue Dream. Sind auch zwei Traktoren, die im Eurocup starten. Sind auch zwei Traktoren, die schon gezeigt haben, dass sie sich mit den Niederländern gut anlegen können. Ja, seitdem die jetzt die gleichen Regeln haben. Genau. Im Motorlimit ist das sehr dicht geworden. Und Dänemark, wie auch Niederlande, da wird. Ja, da geht es richtig um die Ehre. Und die streiten sich, wer die besseren Dieselkünstler sind. Das werden sie dort ausfahren, bin ich mir ziemlich sicher. Wird eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall. Weiter geht's dann mit, Moment, Two-Wheel Drives. Gut. Two-Wheel Drives, wer sie nicht kennt, das sind quasi Pickup-Trucks, die vor den großen Bremswagen fahren. Ein V8-Motor, meistens Brad Anderson Hemi. Ja. Fünf Traktoren oder Trucks sind gemeldet aus den Niederlanden. Von 6, die es insgesamt in den Niederlanden noch gibt. Die Klasse ist in den letzten Jahren ziemlich ausgedünnt worden, weil viele Teams auch gewechselt haben. Beispiel XL-Team ist in die 200-Tonnen-Klasse gegangen. Wie wir gerade schon gesagt haben, das Cloud9-Team ist irgendwann in die Mini-Klasse gewechselt und so weiter. Ja, das ist ja auch so eine totale Materialschlacht ausgeartet. Ja. Und du hast halt mit dem Two-Wheel-Drive eigentlich auch relativ begrenzte Startmöglichkeiten, wenn du mal außerhalb der Niederlanden guckst. Du kannst ein bisschen in Frankreich rumballern, aber das hat auch mehr Show-Charakter, weil die Franzosen, da ist keiner, der jetzt da irgendwie mitzieht. Die fahren ihren Kompressor-Chevy und das macht Krach und sieht toll aus, aber hat mit Wettkampf nicht mehr viel zu kriegen. Ja, und in Holland ist natürlich bis aufs Messer gewesen. Ja, und wenn du dann, ich sag mal, woanders fahren willst, dann kommst du mit einem 2,5 Tonner besser unter. Ne? Dann kannst du Eurocup fahren, du kannst überall in Europa gibt es die 2,5 Tonnen, kannst da fahren. Auch in den Niederlanden gab es die 2,5 Tonnen, bis letztes Jahr ja noch in zwei Ligen. Ja, wie gesagt, wenn du dann irgendwie höher hinaus willst, fährst du keinen Two-Wheel Drive mehr, genau. Dann gehst du in die 2,5 Tonnen. Also, was witzigerweise in Amerika genau andersrum gelaufen ist, ne? In Amerika gibt's Two-Wheel Drive, die Light Modified, komplett kaputt gemacht. Ja. Und da gibt es aber ganz viele. Also wenn man allein guckt, das Starterfeld im Bowling Green, da gehst du nicht unter 70 Two-Wheel-Drives raus. Ja. Wenn man sich das mal reinzieht, das ist schon... Also in Amerika wird die aber auch in jeder kleinsten Liga gefahren oder sowas. Ja. Also in den ganzen kleinen Ligen wird überall Two-Wheel-Drive gefahren. Und ja, das ist hier halt ein bisschen anders. Aber gut. Ja, hat auch den Hintergrund, dass die Two-Wheel-Klasse in den USA die einzige Klasse ist, wo überall auf allen Veranstaltungen die gleichen Regeln gelten. Ja, was haben wir noch? Genau. Light Modified. Schön, 6 Trecker. 6 Traktoren gemeldet. Oh ja, das war die Nummer, warum wir jetzt in Deutschland wieder einen Starter mehr haben. Genau.
Also, gemeldet sind der Herbie, Hot Art, The Matrix, The Razor's Edge, Euro Bandit und Uncle Duck. Das sind die 6 Light Modifiers, die gemeldet sind. Ich denke mal, da könnte ich schöne Klasse, aber ich werde mich darauf festlegen, der Sieg wird irgendwo zwischen Euro Bandit und Uncle Duck ausgemacht. Ja, das wird wahrscheinlich so sein, aber es ist trotzdem eine schöne Klasse. Wobei mich interessiert das, was die Matrix-Jungs da machen mit den 2 Cummins-Motoren. Ja. Das kann ganz, ganz böse werden. Also, wenn das mal ans Laufen kommt, das wird eine ganz interessante Nummer. Auch Razor's Edge, auch eine ganz andere Motor-Setup. Iveco Daily, nee Quatsch, Iveco Daily, gar nicht. Cursor, das ist auch so. Iveco 6-Zylinder. Ja, aber Stefan der Daily weg. Daily fahren wir auf unserem Minisattel. Ne? Ja, genau. Da ziehst du nichts mit vom Teller. Schön. Geh mal drauf. Nein, also Iveco 6-Zylinder mit 2 Turbolader? Oder? Nee, da 3. Das 3. ist das übliche Holset. Das übliche. 3 Turbo und 2 in 1 Setup. Ja, genau, der ist dabei. Hot Art, brauchen wir glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Kira Kustermanns, ja. Continental-Panzermotor, 2 Turbolader. Wird, denke ich mal, ja, wenn die beiden V8er vielleicht patzen, könnte sie den Sieg davon stehlen. Bleibt abzuwarten und der Herbie mit seinem Sternmotor natürlich dabei. Also ja, der Herbie hat neue Reifen, habe ich gesehen. Herbie hat neue Reifen? Ja. Ja. Das könnte eine interessante werden. Hoffen wir, dass die Achse und sowas alles hält. Ja, war schöne Klasse, wie gesagt, finde ich gut. Also ich finde es auch eine schön anzusehen. Schöne Motorenvielfalt da drin. Ja, hätten ein paar Trigger mehr sein können. Ja, aber das Programm ist ja relativ dicht gepackt für die Veranstaltung, von daher. Ja. Mal abwarten, vielleicht wird es im nächsten Jahr ja anders. Vielleicht kommen ja ein paar mehr Trecker dann. In dem Moment, wo ich so eine Veranstaltung plane, weiß ich ja auch nicht, wie viele Leute kommen und wie muss ich jetzt machen. Dann guckst du ja auch erstmal, dass ich das mit dem Starterfeld nicht ganz so teuer mache. Ne? Und dann, ja klar, und wenn ich dann natürlich alle schon eingeladen habe, dann kann ich nicht sagen, oh, ich habe ausverkauft, jetzt schmeißen wir euch wieder mit den Standardtreckern raus und jetzt holen wir mal die Großen, dann ist da genau. Auch wieder. Nee, dann lieber mal langsam an. Genau, lieber langsam anfangen. Ja, letzte Klasse wird die Limited Superstock-Pro-Stock, also Duel of the Fuels. Wie sie in den USA gerne sagen. Gemeldet Easy Rider, der Easy Diesel Rough Stuff mit dem Cat V8 Motor. Ja. Dann aus Limited Superstock mäßig noch der Never Done aus Dänemark. Und dazu haben sie sich die beiden Pro-Stocks Green Magic und den John Deere 2 geholt. Da will ich mich tatsächlich festlegen. Ich glaube, da werden die Diesel die Nase vorne haben. Das könnte passieren. Wobei so ein Easy Rider, da sitzt auch Feuer drin. Weiß ich nicht. Da müsste man mal die Bremswagenleute fragen, was dann wo eigentlich mehr Gewicht drin liegt. Das ist wieder so ein Ding, da kannst du überhaupt als Fan von außen nichts sagen, weil die nie gegeneinander gefahren sind. Ja. Markus wollte was sagen. Nee, Markus. Ja, ich sag hier, der Ruff baut noch gerade ganz groß auf Efi um. Ja, habe ich gesehen. Echt? Genau. Ja, der hat auch, das hat auch. Aber wenn ich da richtig informiert bin, sind die schon länger auf Efi unterwegs. Ja? Aber irgendwas sind die da noch am Drehen. Ich meine, die wären von Anfang an auf Efi unterwegs gewesen. Die haben jetzt neue Ansaugbrücken. Aus dem vollen Billet, hast du nicht gesehen, alles schickimicki und da schüttelt der Alugießer nur den Kopf. Billet, nichts gut, muss wiesen. Wieso Grund? Ich bin mal gespannt. Ja, schöne Veranstaltung. Schade, dass man nicht mehr hin kann. Schade, dass es keinen Livestream gibt. Das ist natürlich auch doof. Da hätte man sich ja angucken können. Genau, aber Livestream gibt es nicht. Ich meine, gut, wir sind dieses Wochenende sowieso verhindert. Ja, wir haben auch genug zu tun. Genau. Diesen Sonntag steht die MHV der DTTO an. Da werden wir zu Gast sein. Und deswegen, Samstag sind wir auch noch auf dem Geburtstag. Ja, Ulf wird oder ist 50 geworden. Unser junge Kommentator. Da müssen wir natürlich hin. Und die Oma, wie sagt man das? Anwesenheit zeigen? Nein, nicht Anwesenheit zeigen. Aufwertung machen. Und nein, Aufwartung. Aufwartung war das Wort. Aufwartung. Wir müssen unsere Aufwartung machen. Ja, Team Wind-Up und Team Floating Finish kommen zur Geburtstagsfeier. Auf genau. Fall. Genau, das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Wie gesagt, Veranstaltung ist leider ausverkauft. Das heißt, eventuell kann man noch Glück haben. Man findet vielleicht auf Facebook noch irgendwo eine Karte, wer jetzt sich sagt, ich möchte unbedingt hin. Ansonsten, wir können ja sonst noch mal kurz über den aktuellen Stand bei den jeweiligen Teams reden, die wir hier noch so haben. Also ich sag mal, vielleicht kurzes Update bei Team Kaiser. Was geht da gerade so? Wie seid ihr? Steht dem Start in Füchtorf irgendwas im Wege? Fragezeichen. Bei uns brennt die Hütte natürlich. Hallo. Wir haben jetzt, also wir sind im Aufbau. Motor ist jetzt die Tage gecheckt, das passt. Der kann zurück.
Wir warten noch auf ein paar Teile vom Antriebsstrang. Aber was gerade richtig brennt, ist Lack. Ich sag mal so, Chassis und so ist lackiert, aber der Rest, die feinen Sachen, die sollen jetzt am Wochenende reingesetzt werden. Da ist noch einiges zu tun. Und dann, ja, dann kennt ihr ja, ne? 80-20 und die 20% haben es in sich. Also Elektrik machen, Hydraulik, das, dies, jenes, der ganze Kleinkram. Da fehlt hier noch ein Halter, da ein bisschen was. Und ich denke, wenn nicht alles schief laufen ja, das wird schon. Dann schaffen wir Füchdorf. Also ja. Füchdorf ist groß für First Rollout und schauen wir mal. Cool. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja. Wir schauen, was wird. Seht zu, dass das bis auf die Bahn schafft, sonst sehe ich euch nicht. Ich sitze hinter der Kamera. Ah, zur Not, samstagsabends beim Bierchen wird man sich bestimmt noch sehen. Ja. Sonst zur Not hast du ja auch immer noch mich. Zum genau. Filmen oder was? Ja, du wir kriegen dich dahin, dann kannst du mir ein Bild nach oben schicken. Hervorragend, sehr gut. Genau. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Gute Idee. Genau. Und Stefan, was ist denn bei den Schluckspechten los? Da alles klar. Ja, bei uns geht es eigentlich ganz gut voran. Das macht mir so ein bisschen Angst, dass irgendwo noch so eine Riesenkatastrophe kommt, die wir noch nicht auf dem Schirm haben. Aber im Grunde sind beide Trecker so gut wie fertig. Beim Großen haben wir nur eine Überarbeitung des Antriebstanks gemacht. Da hatten wir uns in schlechten Wegen letztes Mal. Da haben wir mal ein bisschen schärfer gedreht, haben wir uns alles im Antriebsstrang kaputt gedreht. Alles, was im Reverser Last gekriegt hat, war kaputt. Da haben wir jetzt mal ein bisschen was besseres Material verbaut. Aber im Grunde ist sonst das Setup so, wie wir es letztes Jahr auch gefahren haben. Thema wird wieder sein, ja, Laderucksteuerung über elektronische Wastegates. Das macht einen guten Eindruck, muss noch ausgebaut werden. Ja, und beim Kleinen ist es so, beim 600 Kilo freie Klasse, da haben wir eine neue Achse gebaut in erster Linie. Haben ja, Veränderungen vorgenommen, dass die ganze Geschichte stabiler wird. Und das ist jetzt auch soweit durch. Die sind wir gerade am Einbauen, beziehungsweise die sitzt schon drin. Und der Rest, das ist Kleinkram. Wir sind jetzt sogar dazu übergegangen, wir können jetzt sogar Gewicht nach vorne hängen. Das heißt, wir haben Großes vor. Ja, und wir schauen mal. Also ich denke mal, Füchdorf wird schon klappen. Ja, cool. Das hört sich doch gut an. Wir sind auch soweit mit unserem Wind-up so ein bisschen kurz vor Fertigstellung. Ein paar kleine Baustellen haben wir noch. Ja, wir haben jetzt einen neuen Gurt drauf, neuen Not aus. Thorsten wollte sich mit dem Aluschutz beschäftigen. Mal gucken, wie weit er da ist. Da musste man ein bisschen was anschweißen, was vorher nur gesteckt war. Was haben wir noch? Die müssen die Zylinderköpfe noch wieder draufsetzen. Ja, die Zylinderköpfe. Gut, das sind ein paar Schrauben anziehen. Also, so ja, wir müssen trotzdem jetzt noch bauen. Ja, ist ja ein es ist ja ein Stoßstangen V8, das Zylinderkopfmontage jetzt nicht so wild. Nein, das ist wohl so, aber. Gut, Schläuche haben wir. Ja, kommen noch ein paar neue Schläuche dran. Und ja, und ich habe die Basecats wieder aufgedreht, damit die wieder gesteuert werden. Weil Ladedruck haben wir letztes Mal zu viel gehabt. Oder zu schnell zu viel oder mehr als wir wollten, sagen wir so. Dass wir das wieder geregelt kriegen, ja. Ja. Das geht schon, wenn du nicht weißt, wo der Sprit hingeht, dann willst du nicht so viel Ladedruck haben. So kaputt fahren kannst du immer nur einmal. Ne? Und, da heißt ja halt Zuschütten. Wenn der Ladedruck hochgeht, Sprit da rein. Richtig, aber wenn dir irgendwelche Leute erzählen, was du da machst, kann ich Sprit zuschütten, sondern dass alles so egal ist und man dann auf die hört und dann, naja, egal. Jetzt machen wir das so, wie Sascha denkt und nicht wie andere reden. Gucken wir mal. Wir gucken, was passiert. Ja, wie gesagt, genau. Für uns ist dann Füchtorf das Erste, für euch auch alle, ne? Ja. Ja. Genau, Riesa sind wir alle nicht am Start. Nee. Genau, was uns dann auch schon ein bisschen auf die Vorschau für unsere Folge nächste Woche bringt. Ja, genau, dann geht es um Riesa. Nee, nächste Woche werden wir uns mal über Riesa unterhalten, was in Riesa so passiert, startermäßig passiert, klassenmäßig haben passiert. Haben wir schon eine Liste? Ich habe die Starterliste. Du hast die Starterliste. Dürfen wir da auch drüber sprechen? Oder? Ja, es geht später darüber. Also ich hab die einmal aufgeschrieben mit Läufen und so, weil ich das alles eintrage, wenn ich in Riesa bin. Und ich habe die dann einmal von Andreas direkt bekommen, weil ich glaube, die reicht euch ja, ne? Ja, okay. Ja, perfekt. Sonst kannst du ja auch ein bisschen was erzählen. Ich habe mir die sonst auch einmal bei Facebook raus schon rausgesucht, per Hand, aber wenn wir sie natürlich offiziell haben, ist es natürlich noch besser. Ja. Dann nehmen wir die offizielle. Da sagen wir mehr Richtiges als was Falsches. Ja, dann natürlich Rückblick Putten. Werden wir uns mit beschäftigen, was da so passiert ist. In der Hoffnung, dass wir da Informationen kriegen, aber das geht ja in der heutigen Zeit relativ schnell. Ja, und vielleicht kurz Bericht aus der MHV. Ja. Wenn es da interessante Sachen gegeben hat, werden wir darüber natürlich auch berichten. Klar.
Wir wollen ja von allem ein bisschen machen. Genau, wir wollen von allen Seiten was berichten. Das vielleicht nochmal so zum Abschluss. Also wie gesagt, wir berichten nicht nur aus der deutschen Szene, wir berichten aus allen Szenen, aus allen Bereichen wollen wir berichten. Mal gucken, was wir dann auch im Winter so an Sachen bringen. Wie gesagt, wir versuchen uns möglichst breit aufzustellen, dass wir möglichst viel vom Sport an die Leute, an euch quasi rausbringen. Ja, also das war... Wir sind jetzt quasi durch mit Folge 1. Genau. Nehmt es uns nicht übel, falls es doch ein bisschen ruckelig oder so losging. Wie gesagt, ist für uns auch ganz neue Situation. Fragen gerne in die Kommentare. Genau. Als Nachricht an uns auch konstruktive Kritik gerne zulassen. Ja. Wenn ihr irgendwas habt, was euch jetzt stört oder so, genau. Schreibt uns. Teilen. Genau, teilen. Dann bei YouTube abonnieren, die Glocke setzen, nicht vergessen. Genau. Ja, erzählt es allen. Leuten, wo ihr sagt, die müssen sich unbedingt mit Traktorpolling weiterbilden. Wir versuchen da das Bestmögliche zu leisten. Auf jeden Fall. So, alles vielen Dank klar. Fürs Zusehen. Genau. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Ja.